Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Marv Attack! Heute mache ich mit! Marv Attack! Alle Utensilien, die Sie heute benötigen, finden Sie zu Hause! Okay, es hat ja gestimmt bei Art Attack! Du hast ja fast alles zu Hause gehabt! Es fehlte bloß mal der weiße Bastelkleber! Wobei, wenn ich so überlege... Doch, manchmal braucht man so Pappe und so, das hatte ich alles da, bloß der Kleber! Okay, manchmal brauchte man vielleicht auch einen deformierten T-Rex-Code-Haufen. Den hatte ich auch nicht. Haufen. Bastelkleber, Pinsel. Hey, das ist falsch. Der Witz geht eigentlich, dass der Bastelkleber zum Schluss kommt. Alles andere hat man. Kleber, 3 T-Rex-Zähne, 100 Gramm Plutonium, 500 Gramm frisch gemähten Rasen und 3 Ziehen. Hab ich alles im Kühlschrank, ganz normal. Ja, ganz normal. Sabine! Meine Mutter und... ja, genau, das erinnert mich wirklich bei mir. Immer, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, wenn ich Sonntag früh oder so noch gepennt habe, schön auspennen und meine Mutter jedes Mal mit dem Staubsauger immer vor die Tür, als ob sie unter den Türrand was wegsaugen muss. Statt einfach die Tür aufzumachen, nein, immer voll davor. Guten Morgen, mein Schatz. So, als ob nichts wäre. Meine Mutter denkt, du hast abgeschlossen. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Was tust du voll hier? Dumm. Was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Marie, hast du noch meine teure Tupperbrotdose? Oh, oh. Er schmeißt das ganze Ding weg. Was machst du da? Meine Mutter von Elternamt. Oh, oh. Marvin, du hast so ein verdammtes Glück, dass du schon schläfst, so kleiner Rostlöffel. Boah, Junge. Ey, das erinnert mich irgendwie an meine TikTok-Videos. So geil. Morgen. Geh sofort auf dein Zimmer jetzt, Marvin. Oh. Wenn du noch einmal mit der Tür sitzt, dann nehme ich das Ding aus deinem... Pump ich dich damit um und dann ist das Loser. Du willst mich mit einer Tür hauen? Ja, es soll in den besten Familien mal vorkommen. Sehr gut. Junge, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass meine Mutter nicht so durch die Türen gestürmt ist. Nein, sie kam direkt durch die Wand. Das hat die auch nicht gemacht bei mir. Da liegt der ganze Schrank auseinander. Genau, was hat das für einen Sinn jetzt? Mann! Nicht mal Licht! Oh, du bist wach! Natürlich bin ich wach! Du hast eine Schublade auf mich geschmissen! Also, wenn man nicht durch den Lärm aufwacht, okay. Aber die Schublade, die hat's geregelt. Sehr gut. Wenn du deinem Kumpel gesagt hast, du bist krank. Ah, du bist nicht rein, zufällig gerade im Gaming-Laden. Bin ich im Gaming-Laden? Ich bin zu Hause. Oh. Ich stehe vorm Laden und ich kann dich sehen. Das bin ich nicht. Ich kann es dir erklären. Es gibt einen Typ, der sieht fast genauso aus wie ich und der geht immer in den Gaming-Laden. Da ist die Ausrede, mein böser Zwillingsbruder, besser. Deine Lippen bewegen sich genau mit dem, was du mir am Telefon sagst. Ich kann hören, dass du nichts sagst. Hä? Ich kann hören, dass du nichts sagst? Wie jetzt? Hä? Kommst du jetzt bitte raus? Ja, ich komme. So, Herr Holm, jetzt eine Frage nur für Sie. Ist mir auch mal passiert, hat Schulbrot 3 Wochen in meinen Rucksack vergessen. Ist mir auch passiert. Aber ich hatte es nicht in so einer Tupperdose, sondern in Silberpapier. Das war noch schlimmer. Okay. Auf der Straße liegt ein 500-Euro-Schein und ein Gehirn. Mhm. Was nehmen Sie? Natürlich den Schein. Das habe ich mir etwas gedacht. Ich nehme natürlich das Gehirn. Jeder nimmt das, was ihm fehlt, ne? Oh, der ist mies, Alter. Der ist mies. Ich will heute unbedingt sehen, wie Zucker mit Gurke schmeckt. Ich sehe jedes Video. Das funktioniert doch im Leben nicht. Also habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. So, 2 Scheiben Gurken. Ah, oh ja, diesen Trend habe ich auch schon mitbekommen. Ein bisschen Zucker drüber. Oh, bisschen! Dann gucken wir mal. Diabetes lässt grüßen, Alter. Schmeckt nach Diabetes. Naja, wenigstens sind wir uns einig. Wie ich aufstehe. Na, so
stehe ich aber nicht auf. Aber ich springe manchmal auch übelst so aus dem Bett. Guten Morgen. Aufstehen. Ich meine Eltern weg. Hä? Ich habe meine Eltern nie geweckt. Ich habe immer mich, wenn ich früh aufgewacht bin als Kind, habe ich immer geguckt, ob die noch schlafen. Wenn die noch geschlafen haben, das war wie so freies Leben, wie so eine freie Bude. So pennt's ja wohl nicht noch. Ja, so kommt meine Mutter mich auch immer wecken. Das macht die heute noch. Ja? Darf ich Eis? Was? Essen, verkaufen, wegschmeißen? Haben. Und wie heißt der Satz jetzt richtig? Mama, kann ich Eis haben? Wie viel? 500 Gramm, eine Tonne, ein Kilo? Mama, kann ich ein Eis haben? Wie heißt das Zauberwort? Mama, kann ich bitte ein Eis haben? Nein, es gibt gleich Essen. Kennt man zu eindeutig. Ja, kennt man zu eindeutig. Hey, warte mal, habe ich nicht auch erst so einen Blitz hochgeladen? Also nicht so, also so ähnlich. Mom, ich bin in einer Stunde bei Alex. Okay, mein Schatz. Okay, Mom, halbe Stunde bin ich bei Alex. Okay. 5 Minuten gehe ich zu Alex, Mom. Ich glaube, den Ausgang kenne ich schon, weil sowas ähnliches habe ich auch schon gemacht. Ich weiß es. Ich geh jetzt los, ne? Zu Alex. Wie, du gehst los? Ich wusste es genauso, wie ich das gemacht habe. Das kennt aber jeder. Wirklich jeder kennt sowas. Okay. Mit wem habe ich denn die ganze Zeit geredet? Nur ich glaube, ich habe es anders gemacht. Ich habe das mit dem Konzert gemacht. Da ich gesagt habe, ich gehe 2 Wochen mit Herr Steißbude auf ein Konzert. Und dann, wenn es soweit war, hey, wo gehst du hin? Lichter! Alle mal aussteigen! Wir steigen aus! Niklas, schrei doch noch ein bisschen lauter. Wir steigen aus! Maffi? Ja? Kannst du einmal deinem Papa Bescheid sagen, dass Essen fertig ist? Ja, ich brauche auch immer ein Brett für eine Tomate. Essen ist fertig! Das hast du nicht auch noch geschafft. Ja, warum hast du das dann nicht gemacht? Ich glaube, das habe ich bei meinem Gag damals gesagt. Ich nehme mich von meinen Zeiten, ich bin im Sandwich! Oh mein Gott, ich bin im Sandwich! Ah, sie kommt gleichzeitig! Nein, nein, ich kann ihm das nicht hören. Ah. Sie kommt gleichzeitig. Also wenn du da als Mutter an der Tür stehst, kannst du das sehr, sehr leicht falsch verstehen. Maffi? Ja? Bringst du bitte die Mülltonnen nach vorne? Wieso? Werden die geleert? Ich wollte nur, dass die Tonnen auch mal einen Ausblick haben. Also das ist wirklich die blödeste Frage, die man stellen kann. Wenn die Mutter sagt, bringst du bitte die Mülltonnen vor. Hä? Werden die geleert? So dumm. Maffi? Ja? Hallo? Jetzt komm her. Mama! Und dann pass auf. Kommst du jetzt bitte her und tu nicht so, als hättest du mich nicht gehört. Ah, ich dachte, sie sagt jetzt, schrei hier nicht so rum. Das habe ich nämlich auch schon als Gag gemacht. Letzte lebende Dinosaurier. Außerdem ist... Was? Hey, Mario. Dann so... Ja. Alle Dinosaurier ausgelöscht. So habe ich auch immer Vorträge gehalten, ganz normal. Ich habe es immer gehasst, wenn ich vorne stehen musste und man sowas machen musste. Habt ihr noch Fragen? Hey, das hat der von Wikipedia. Nee. Siehst du, wozu brauchst du noch Schule? Es gibt Wiki. Du brauchst keine Schule mehr, kannst alles nachlesen. Macht der Lehrer auch, sieht man doch. Ach meine Mutter Gott. Ins Zimmer stürmt. Wie wär's, wenn du nicht so in mein Zimmer stürmst? Oh Mann, das tut mir leid. Beim nächsten Mal will ich drauf achten, okay? Oh, okay, hallo, was wolltest du? Das kenne ich aber auch. Meine Mutter kommt ins Zimmer und dann guckt sie bloß kurz, geht wieder raus oder kam ins Zimmer, geht wieder raus und dann... Hä? Mami! Der Bildschirm um mir fallen. Na dann, gute Nacht. Was bringt das... Na gut, erschrecken, ja, macht Sinn. Ja, ich bin heute zuerst dran. Oh nein. Ich bin dran. Oh, zum 31. Mal denselben Film, da ja, scheiße ich mich auch ein, Alter. Bin ich aber dran. Disney Plus hat doch Star rausgebracht. Jetzt kann ich ja nicht Family Guy gucken. Oder oh ja. American Dad? Oh ja. Nein? Nee, Family Deadpool. Guy. Deadpool, heute Deadpool. Oh. Marfi! Also ist eigentlich beides geil. American Dad und Family Guy. Aber Family Guy finde ich doch einen Ticken geiler. Da sind die Witze einfach besser. Bist ja noch nicht mal fertig, wir müssen los! Wenn du willst, dass ich das mache, das kriegen wir auf jeden Fall auch hin, mein Kleiner. Oh, nein! Oh, nein! Oh, ja, oh, nein! Das ist mit deinem Reinigungsschaum und das weißt du auch. Reinigungsschaum? Lotion machst du selber. Wo ist denn die mit dem Lotion? Auf deiner Kommode. Hier hast du noch ein Handtuch.
mit dem Lotion, ab mit dem Lotion. Oh, rauf damit. Dann können wir los. 5:05 in 5 Minuten ist Feierabend, Muffy. Okay. Ich hab wohl schuldig. Ach du heiliges Kanon, ab zu Bett, Muffy! Ja, gleich Weltuntergang, kenne ich aber auch, Alter. Gleich Weltuntergang, wenn du ein paar Minuten länger wach warst. Mama? Was ist los? Oh, der Fernseher ist auch dreckig, Alter. Du darfst nicht sauer sein. Nun tu dir mal nicht rum, ich werd nicht sauer. Ich bin mit dem Fahrrad in dein Blumenbeet gefahren. Oh, oh. Scheiße! Da, bist du blind! Da hast du noch alle Latten am Zaun, was ist denn hier los? Du kennst den... Der Standardspruch jeder Eltern, hast du noch alle Latten am Zaun? Weißt du, wie wenig mich das interessiert? Wenn ich hier nochmal reinkomme, dann ist das Ding aus. Oh, oh. Papi! Du siehst schon ganz müde aus. Willst du so wie die Türen einrammt, kommt die trotzdem rein. Eine Stunde machen? Ich bin nicht müde. Wenn du das sagst. Okay, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Also mit 3 war ich jünger als mit 4. Da weiß ich gar nicht mehr viel. Ich habe in der Schule einen neuen Trick gelernt. Guck mal. Na, dann zeig mal. Blatt, Blatt, Stein, Blatt, Blatt. Puste mal. Bitte, oder was? Das sieht aus, mein Freund. 20 Minuten habe ich dir gesagt, du sollst Spülmaschine endlich ausräumen. Was ist daraus geworden? Ich hab gesagt, ich mach es gleich. Ich werd nicht geschrien. Du schreist selber. Ich schrei überhaupt nicht. Ich schrei, hört sich das ganz anders an, Freunde. Ja, das kennt man aber auch. Meine Mutter hat zwar nicht solche Bewegungen gemacht, aber ja. Man kennt es. Deine Mutter darf dich anschreien, die ist böse und durch die ganze Bude, sodass die Decke im Keller unten wackelt. Aber du darfst es nicht. Ich hab dich fast nicht gehört, weil du nicht flüsterst. Das war geil, Alter. Best of Marvel 2. Oh, da gibt's noch einen zweiten Teil. So geil, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.